Kapitel 13, Abschnitt 5. Die Garantie des Himmels. Wenn wir alle im Himmel vereint sind, werdet ihr nichts wertschätzen, was ihr hier wertschätzt. Denn nichts, was ihr hier wertschätzt, wertschätzt ihr gänzlich, und deshalb wertschätzt ihr es überhaupt nicht. Wert ist dort, wo Gott ihn hingetan hat, und der Wert dessen, was Gott schätzt, lässt sich nicht beurteilen, denn er ist festgelegt. Es ist ganz und gar von Wert. Es kann einfach nur gewürdigt werden oder nicht. Es teilweise wertschätzen heißt seinen Wert nicht erkennen. Im Himmel ist alles, was Gott wertschätzt, und sonst nichts. Der Himmel ist vollkommen unzweideutig. Alles ist hell und klar und ruft nur eine Reaktion hervor. Da gibt es keine Dunkelheit und keinen Kontrast. Da gibt es keine Schwankung. Da gibt es keine Unterbrechung. Dort herrscht ein Gefühl des Friedens, der so tief ist, dass kein Traum in dieser Welt je die schwächste Vorstellung davon brachte, was er ist. Nichts in dieser Welt kann diesen Frieden geben, denn nichts in dieser Welt wird ganz und gar untereinander geteilt. Die vollkommene Wahrnehmung kann euch lediglich das zeigen, was ganz und gar geteilt werden kann. Sie kann euch auch die Ergebnisse des Teilens zeigen, während ihr euch noch an die Ergebnisse des Nicht-Teilens erinnert. Der Heilige Geist deutet ruhig auf den Kontrast hin und weiß, dass ihr ihm schließlich erlauben werdet, den Unterschied für euch zu beurteilen und euch aufzuzeigen, was davon wahr sein muss. Er setzt vollkommenes Vertrauen auf euer letztes Urteil, weil er weiß, dass er es für euch fällen wird. Dies anzuzweifeln würde heißen, die Erfüllung seines Auftrages anzuzweifeln. Und wie ist das möglich, wenn sein Auftrag von Gott ist? Ihr, deren Geister durch Zweifel und Schuld verdunkelt sind, erinnert euch daran. Gott hat euch den Heiligen Geist gegeben und ihm den Auftrag erteilt, jeden Zweifel und jede Spur von Schuld zu beseitigen, die sein lieber Sohn sich selber auferlegt hat. Es ist unmöglich, dass dieser Auftrag scheitern könnte. Nichts kann die Ausführung dessen verhindern, was Gott ausgeführt haben möchte. Was immer eure Reaktionen auf die Stimme des Heiligen Geistes sein mögen, welche Stimme ihr auch immer zu hören beschließt, welche merkwürdigen Gedanken euch auch kommen mögen, der Wille Gottes geschieht. Ihr werdet den Frieden finden, in welchen er euch eingesetzt hat, weil er nicht anderen Geistes wird. Er ist so unveränderlich wie der Frieden, in dem ihr wohnt und an den euch der Heilige Geist erinnert. Im Himmel werdet ihr euch nicht an Veränderung und Wechsel erinnern. Einen Bedarf an Kontrast habt ihr nur hier. Kontraste und Unterschiede sind notwendige Lehrhilfen, denn dank ihnen lernt ihr, was ihr vermeiden und was ihr suchen sollt. Und wenn ihr das gelernt habt, werdet ihr die Antwort finden, die das Bedürfnis nach irgendwelchen Unterschieden verschwinden lässt. Es ist der Wahrheit eigener Wille, zu sich selbst zu kommen. Wenn ihr gelernt habt, dass ihr zur Wahrheit gehört, wird sie leicht und ohne jeden Unterschied über euch fließen. Denn ihr werdet keinen Kontrast benötigen, der euch begreifen hilft, dass es das ist, was ihr wollt, und nur das. Fürchtet nicht, dass der Heilige Geist bei dem, was euer Vater ihm zu tun auftrug, versagen wird.
Der Wille Gottes kann in nichts versagen. Glaubt nur an dieses eine, und das wird genügen. Gott will, dass ihr im Himmel seid, und nichts kann euch von ihm abhalten oder ihn von euch. Eure wildesten Fehlwahrnehmungen, eure wunderlichsten Einbildungen, eure schwärzesten Albträume bedeuten alle nichts. Sie werden nicht den Frieden überwältigen, den Gott für euch will. Der Heilige Geist wird eure geistige Gesundheit wiederherstellen, weil Wahnsinn nicht der Wille Gottes ist. Wenn das ihm genügt, so ist es auch genug für euch. Ihr werdet das nicht behalten, was Gott beseitigt haben will, weil es die Kommunikation mit euch unterbricht, mit denen er kommunizieren möchte. Seine Stimme wird Gehör finden. Die Kommunikationsverbindung, die Gott selbst in euch gelegt hat und die eure Geister mit dem Seinigen verbindet, kann nicht zerbrochen werden. Vielleicht glaubt ihr, ihr möchtet, dass sie zerbrochen sei, und dieser Glaube stört in der Tat den tiefen Frieden, in dem die süße und ständige Kommunikation, die Gott mit euch teilen möchte, erkannt wird. Seine Kanäle aber, durch welche er hinausreicht, können nicht gänzlich verschlossen und von ihm getrennt sein. Der Frieden wird euer sein, weil sein Frieden noch immer zu euch fließt, von ihm, dessen Wille Frieden ist. Ihr habt ihn jetzt. Der Heilige Geist wird euch lehren, wie ihr ihn nutzen könnt. Und wie ihr dadurch, dass ihr ihn projiziert, lernt, dass er in euch ist. Gott wollte den Himmel für euch und wird auf immer nichts anderes für euch wollen. Der Heilige Geist kennt nur seinen Willen. Es ist unmöglich, dass der Himmel nicht euer sein wird, denn Gott ist sicher und was er will, ist so sicher wie er. Ihr werdet die Erlösung erlernen, weil ihr lernen werdet, wie man erlöst. Ihr werdet euch nicht von dem ausnehmen können, was der Heilige Geist euch lehren möchte. Die Erlösung ist so gewiss wie Gott. Seine Gewissheit genügt. Lernt, dass selbst der dunkelste Albtraum, der den Geist des schlafenden Gottessohnes stört, keine Macht über ihn hat. Er wird die Lektion des Erwachens lernen. Gott wacht über ihn und Licht umgibt ihn. Kann Gottes Sohn sich in Träumen verlieren, wenn Gott den frohen Ruf in ihn gelegt hat, zu erwachen und froh zu sein? Er kann sich nicht von dem trennen, was in ihm ist. Sein Schlaf wird dem Ruf zu erwachen nicht widerstehen. Der Auftrag der Erlösung wird ebenso sicher erfüllt werden, wie die Schöpfung unverändert bleiben wird, in alle Ewigkeit. Ihr braucht nicht zu erkennen, dass der Himmel euer ist, damit er euer ist. Es ist so. Doch um es zu erkennen, müsst ihr Gottes Willen als den euren akzeptieren. Der Heilige Geist wird alles für euch aufheben, was ihr gelernt habt und was euch lehrt, dass das, was nicht wahr ist, mit der Wahrheit ausgesöhnt werden muss. Das ist die Aussöhnung, durch die das Ego eure Aussöhnung mit der geistigen Gesundheit und dem Frieden ersetzen möchte. Der Heilige Geist hat eine ganz andere Art von Aussöhnung für euch in seinem Geist, und zwar eine, die er so sicher bewirken wird, wie das Ego nicht bewirken wird, was es zu tun versucht. Scheitern ist vom Ego, nicht von Gott. Von ihm könnt ihr nicht fortgehen, und es ist unmöglich, dass der Plan, den der Heilige Geist jedem zur Erlösung eines jeden anbietet, nicht vollkommen ausgeführt wird.
ihr werdet befreit sein und ihr werdet euch an nichts von alledem erinnern, was ihr gemacht habt und was nicht für euch wie auch durch euch erschaffen wurde. Denn wie könnt ihr euch an etwas erinnern, was niemals wahr gewesen ist, oder euch nicht an das erinnern, was immer war? In dieser Aussöhnung mit der Wahrheit und nur der Wahrheit liegt des Himmels Frieden.